Heute wieder kurz vor 20 Uhr aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come-In in Biberach, unsere besondere Gebetszeit, Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Der zweite Lockdown hat begonnen. Heute denken wir besonders an die aktuellen und neuen Beschlüsse der Verantwortlichen in der Regierung. Wir denken an ihr Engagement und ihr Ringen um einen guten Weg. Wir denken an die Menschen, die nun wieder enttäuscht sind. Wir denken an die Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, die mit manchen Dingen aus diesen Beschlüssen nichts anfangen können und dagegen protestieren. Wir denken an die vielen Menschen, die sorgenvoll auf die Adventszeit und auf Weihnachten schauen. Wir denken an die Einsamkeit so mancher Menschen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen. Amen.